Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und wollte ich heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute will ich euch einen kleinen Trick zeigen, wie ihr relativ einfach zwei Tiersets aus Aberros zusammen bekommen könnt, ohne jetzt wirklich in den Raid zu gehen bzw. viel Aufwand zu haben. Und dazu bin ich jetzt hier schon mal auf meinem Twink. Und hier will ich euch ein schickes Item zeigen, und zwar einmal die Fährte Zeitkapsel. Diese können wir durch ein Event kriegen, das jetzt mit Patch 10.1.5 reingekommen ist, und zwar die Zeitrisse. Alle Stunde findet ein Zeitriss statt, hier in Taldrassus. Und wir kriegen das erste Mal die Woche, wenn wir ihn abschließen, also den Boss am Ende besiegen, diese Fährte Zeitkapsel. Diese können wir umtauschen gegen ein Item, und zwar Item Level 402 bei dieser Pandanendame. Da können wir jetzt hergehen und uns irgendein Teil kaufen. Und das machen wir jetzt einfach mal hier mit dem Twink. Ich hole mir jetzt mal die Taille. Und ja, ihr kriegt darüber quasi auch schon T-Mog. Also das gibt auch ein Set. Das könnt ihr quasi, so wie ich das gemacht habe, mit jedem Twink ein Item kaufen und euch da dementsprechend das Set hier holen. Soweit so gut, sollte klar sein. Ich glaube, es ist das Zeitrisse-Set. Sieht jetzt nicht so sonderlich gut aus. Eins von den beiden ist es auf jeden Fall. Aber um das soll es jetzt gar nicht gehen. Das Gute ist, diese Items können wir neben ein paar anderen in den Katalysator packen. Also es gehen ja die Endgame-Sachen im Plus, PvP- bzw. Raid-Sachen in den Katalysator. Führerangriff geht auch rein, da kriegen wir aber ein Random-Item. Und hier können wir uns eins aussuchen. Heißt, wir schauen jetzt hier rein, mir fehlt jetzt zum Beispiel noch der Gürtel im LFR. Ich kann den jetzt hier einmal nehmen. Wichtig ist, wenn ihr das T-Mog von dem Item beim Händler auch noch braucht, dann lernt es erst, sonst kriegt ihr das nicht. Ich habe das jetzt in dem Fall schon. Wir können das hier reinpacken und ihr seht, das ist jetzt ein Item von dem Set. Da kriege ich jetzt quasi dementsprechend einmal ein T-Mog und ihr seht, jetzt habe ich hier das Set. So, jetzt ist es so, dass wir quasi dadurch einfach das komplette LFR-Set voll machen. Aber damit ist es noch nicht getan, sondern wir können jetzt auch noch das komplette Normal-Set voll machen, denn dieses Item können wir upgraden und sobald es die Schwelle von 415 überschreitet, bekommen wir dementsprechend über dieses Item dann auch noch das Normal-Set. Wichtig ist dabei die Reihenfolge. Also ihr müsst erst hergehen und quasi ein Item, was unter 415 ist, quasi in den Katalysator packen, um dementsprechend dann das LFR-Set zu kriegen. Und wenn ihr es dann über 415 upgradet, dann kriegt ihr auch noch zusätzlich das Normal-Set-Teil. Das werden wir jetzt einmal machen. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, jetzt habe ich irgendeinen Gammeltwink und ja, ich habe einen ziemlichen Gammeltwink. Schaut euch, was der Char anhat. Der hat noch aus Stufe 1 hier so Sachen an. Also das ist mein letzter Dreckstwink in Anführungszeichen. Habe ich mit Pet Battle gelevelt. Also der ist jetzt nur dafür da, quasi hier diese T-Mog-Sachen zu holen. Denn über diese Methode braucht ihr, wenn dann, viele Chars. Oder ihr braucht dementsprechend, müsst ein paar Wochen warten. Ne? Jede Woche, so wie es aussieht, kriegt ihr eine Zeitkapsel pro Char. Heißt, könnt ihr einen Teil von dem Set damit ohne großen Aufwand quasi euch holen. Wenn ihr viele Chars habt, dann macht es wie ich, weil es gerade mit vier Priestern, ne, habt da auf den Accounts schon einige Chars rumliegen und habt mir jeweils einen Teil geholt und bastel mir jetzt langsam so das Set zusammen. Und mit anderen Klassen mache ich das dementsprechend auch. Wenn ihr jetzt das Ganze upgraden wollt, dann braucht ihr ja diese Wappen. Und zwar braucht ihr immer drei Welpenwappen und ein Drachenwappen. Ich habe das jetzt ein bisschen gefarmt gehabt und geschaut, was die beste Möglichkeit ist. Und ich kann euch sagen, die allerbeste Möglichkeit ist, an diese Wappen zu kommen, indem ihr ein anderes Event spielt, und zwar Forscher unter Feuer. Das ist immer zur halben Stunde, also ihr könnt diese Events wunderbar miteinander kombinieren. Und wenn ihr dann Forscher unter Feuer den epischen Sack kriegt, das ist der hier, ne, dann kriegt ihr einen Haufen Marken raus. Und das will ich euch jetzt noch zeigen. Also Forscher unter Feuer könnt ihr hier einfach Fire eingeben, so ein bisschen vor halb, und euch Gruppen suchen. Da sind tatsächlich immer noch Gruppen drin mit 40 Mann. Also da habe ich mich einfach reingestellt mit dem Priester. Muss man ehrlich gesagt auch nicht viel machen. Könnt ihr theoretisch auch 11 Kane. Und dann kriegt ihr hier diesen Sack. Und in diesem Sack, wenn wir reingucken, sind 60 von diesen Münzen drin. Und diese Münzen können wir dann wiederum hier bei dem Niffen-Typen umtauschen gegen diese Boxen. Und dann gucken wir mal, wir merken uns jetzt mal kurz, ihr seht, ich kann alle Boxen in einer Woche kaufen, also die kann man jede Woche kaufen, die Boxen, habe sogar noch 14 Dinger über. Und ich hatte jetzt hier jeweils ein Wappen und ein paar kleine, und dann kann ich euch mal zeigen, wie viel Stuff da rauskommt, wenn wir die alle aufmachen, kann ich mir jetzt einiges zusammenbasteln. Ich krieg zwei Drachenwappen und zwei Welpenwappen raus. Heißt, ich habe jetzt von beiden zwei bekommen. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, man braucht drei Welpen
und einen Drachen. Wir können aber die Dinger auch downgraden. Heißt, wenn wir jetzt zu dem Händler hier gehen, könnten wir theoretisch hergehen und, oder das machen wir jetzt einfach, ich kann einen Drachen gegen einen Welpen umtauschen. Heißt, jetzt habe ich aus theoretisch noch einen Drachen und drei Welpendinger. Und die reichen dann quasi genau aus. Jetzt gucken wir kurz, was wollten wir uns upgraden? Ach, die Talie, die wir, ne? Die graden wir jetzt ab auf 5. Machen wir auch so auf 4,15. Zack, da hört der T-Mog ist reingeploppt und tada, jetzt habe ich auch die Normal-Taille. Und das könnt ihr dann mit allen Items machen, wie gesagt, wenn, dann habt ihr viele Twinks wie ich und macht es dann mit einem Twink nach dem anderen. Ihr müsst im Endeffekt, sind es ein paar Klicks hier beim Aufwerten und ihr müsst den Endboss im Rift einmal anhauen und theoretisch könnt ihr auch AFK im Vorschau unter Feuer stehen, um den Sack zu kriegen für die Marken. That's it, also mit weniger Aufwand die Sets zu kriegen, geht eigentlich nicht, ne? Also ein kleiner Tipp. Ich kann euch mal eine Tabelle dazu auch mal zeigen. Und zwar seht ihr, ich habe hier alle Klassen schon mal drin. Das ist immer LFR und Normal Set. Und habe mir halt einmal aufgeschrieben, mit wem ich was hab, ne? Dass ich auch weiß, mit wem ich noch was upgraden muss, falls ich jetzt nicht mehr genug Marken hatte. Aber ihr seht, das sieht jetzt mittlerweile schon ganz gut aus mit Normal und LFR Set. Und ich bastel mir darüber quasi alle zusammen. Das ist im Endeffekt meiner Meinung nach die effizienteste Möglichkeit, die ganzen Sets zu kriegen, ohne wirklich viel Aufwand mit den Chars zu haben. Und ihr müsst auch nichts können, beziehungsweise ihr müsst kein Gear haben. Ihr seht, das hat wirklich unverschämt schlechtes Gear an. Aber fürs T-Mog Farmen reicht es quasi damit. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.